Na? So, da geht's auch schon. Huch, ey. Scheiß Technik. Ja, da geht's auch schon weiter. Und wir müssen jetzt hier einen Exploit im Satelliten platzieren. Oder ja. Auf jeden Fall, wir müssen das machen, was da oben steht. So. Jetzt weiß Bescheid. Es geht spannend weiter. Okay, Kleiner. Ach so. Platziere meinen magischen Non-Clipper-Chip in der Rakete und ding, Fritten sind gar. Die Drohne wird das Board nicht halten können. Ach, Mist. Hätten wir doch jemand mit funktionierenden Händen da. Touché. Alles klar. Installiere das Motherboard. Ich bin auf dem Weg. Moment. Moment. Ach, jetzt müssen wir nach oben. Klar, machen wir auch. Weißt du, mein Dad hat mich mit ins Luft- und Raumfahrtmuseum genommen, als ich 10 war. Das war nichts im Vergleich zu dem hier. Raketen und Dinosaurier, Mann. Dafür ist man nie zu alt. So, genau, hier macht die mal vom Acker. Weil hier, ne, ich hab zu tun. Alles sicher. Das ist ja schön, wenn alles sicher ist. Auch ich bin beruhigt. So. Ich grüße Sie, Security-Kollegen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir hier schon hoch können. Oder ob das jetzt im nächsten Treppenhaus war. Nee, ha, es war hier. Danke. Ich freue mich. Juhu. Wir müssen jetzt bloß aufpassen, dass hier auf keiner weiteren Etage so eine Alarmfunktion stattfindet. Weil da musst du ja hier wirklich mit allem rechnen. Es ist leider so. Und bei Galileo ist das ja... keine besondere große Dings hier, ne? Also das ist normal. So, und lass mich raten, wir müssen dann bestimmt hier vorne runter, um raus zu gedingsen, also zu kommen und so. Glaube ich jedenfalls, dass es so ist. Keine Ahnung. Welches nehmen wir denn mal raus? Irgendeins, was nicht so schön aussieht. So, ja, die alte nehmen wir einfach mit. So. Status alles sicher. Okay, wo liegt der Musikantenknochen? Genau, wo liegen die Weichteile? Hey Ray, meinst du, ich kann jetzt Raketenwissenschaftler in meinen Lebenslauf schreiben? Für wen hältst du mich, dein Bewerbungscoach? So, Missionsziel erfüllt. Erledigt. Verlasse Galileo. Wunderbar. Und jetzt verschwinde da. Okay, ich hoffe jetzt mal, dass wir hier runter... können. Ich mach's jetzt einfach mal. Es könnte aber sein, dass das hier ein Fehler ist, hier runter zu gehen. Aber komm, scheiß was drauf, man gönnt sich ja sonst nichts. Bisschen Action! Aber doch, sieht gar nicht mal so richtig, so falsch aus. Also, ne? Ah, siehst du, hier vorne ist nämlich der Typ, den wir über den Jordan gedingst haben. Hahaha. Hier kommen wir raus. Sehr schön. Nice. So, hier unten ist kein neuer Typ gespawnt. Verstanden Sie, dass ich Sie scanne? Ja, eigentlich nicht. Scan wird durchgeführt.
So, du machst dich mal bitte aus. Und du auch. So. Dankeschön. Ich habe das Gebiet verlassen. Dankeschön. Und es regnet. Aber dafür habe ich ja meinen geilen Sportwagen hier vorne hingestellt, ne? Also fällt er... Ach, geht das schon wieder los? Es geht schon wieder los. Alles klar. Dann nehmen wir den. Kriegen wir zwar einen nassen Arsch, aber egal. So. Und so, Kinder, verwanzt man einen Satelliten. Hier wartet ein ganzer Sack Kekse auf euch. Es dauert noch ein Weilchen, bis die Rakete startbereit ist. Wir rufen dich, wenn es soweit ist. Bis dahin, kauf dir doch was Hübsches. Oder nicht? Na, ist mir egal, was du machst. PS, es gibt keine Kekse. So. Das wäre erledigt. 8 Forschungspunkte wieder dazu. Geile Scheiße. Das finde ich nice. Warte den nächsten Galilei-Start ab. Alles klar. Wir haben ja 13 Forschungspunkte zum Verbraten. Aber wie gesagt, viel haben wir ja nicht mehr, was wir so gedingsen können. Also, ja, komm, da warten. Da warten wir noch mal ein bisschen. So. Da der Satellit jetzt modifiziert wurde, müssen wir einfach nur auf den nächsten, auf das nächste Startfenster warten. Alles klar, dann machen wir das doch. Gut, ich wollte nur nochmal eben, ich hätte wahrscheinlich auch wieder F drücken können, aber ihr wisst ja, wie ich bin. Achso, muss ich jetzt so direkt warten oder was ist jetzt hier los? Es sieht wohl so aus. Gut, dann fahren wir erstmal so ein bisschen rum, weil, ja, weitere Aufgaben haben wir ja leider nicht mehr zur Verfügung. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir werden die Zeit schon rumkriegen. Zur größten Not machen wir hier nochmal eine Driver San Francisco Mission. So zwischendurch. Ja, perfekt. Ja, wunderbar. Ich freue mich. Echt? Wenn dein Fisch besser fahren könnte, dann mach das doch. So. Alles klar, hier kommen. Dann steig mal ein. Guten Tag. Ach, hier müssen wir wieder Geschwindigkeit halten. Na, ganz toll. Das ist ja unglaublich. Und 2200... Oh Gott. Das ist ja gar nicht so mein Ding. Na, ihr wisst ja, ich fahre gerne so richtig schnell mit Schmackes und so, ne? Aber einen Stern haben wir schon verloren. Er ist wohl mit meinem Fass hier nicht so ganz einverstanden. Aber ich fahre nur so, wie ich das für richtig halte. Aber der Vorteil ist, wir kriegen dadurch, glaube ich, trotz dessen Follower. Und wir wollen ja, wenn auch versuchen, die ganzen Forschungspunkte, beziehungsweise Forschungen, freizuschalten. Beziehungsweise alles da zu bekommen und so, ne? Mensch, hätte ich das gewusst, hätte ich ein langsameres Fahrzeug mir geklaut. Ausgeliehen. Also, besorgt. Also, mir geholt. Also gekauft, ne? Also, das ist nicht gestohlen. Ich wollte es nur gesagt haben. Weil ich fahre immer so. Ist ja, ja, hier, eine Beule ist auch drin. Das ist bei meinen Fahrzeugen ganz normal. Das weiß jeder, der mit mir fährt. Thank you.
So, jetzt sind wir gleich da. Ganz ruhig. Ja, ja. Finde ich auch. Ja, ich fand das auch nicht so gut, dass ich hier gerade gegen die Mauer geknallt bin. Aber wenn die Mauer halt da steht, was willst du machen? So. Mhm. Klar. Alles gut. Sehr schön. 9900 Follower. Perfekt. Können wir gut gebrauchen. So. Oh Gott, jetzt müssen wir... Wie lange müssen wir da jetzt warten? Das gefällt mir ja überhaupt nicht. Oder ich werde mal ganz kurz die Aufnahme, Aufnahme einfach unterbrechen. Und mich dann wieder melden, wenn das hier jetzt mit dem Dings auftaucht. Dann machen wir das so. Leute, ich melde mich gleich wieder. Bis gleich. Marcus, die Rakete wird startbereit gemacht. Yeah! Schwing deinen Arsch hierher. Abschussparty. Geile Scheiße. Livestream des Raketenstarts ansehen. Ja, und damit, welcome back. Ich mache mich jetzt einfach hier auf den Weg. Einmal hier Schnellreise. Ich habe übrigens gerade noch mal eine Driver San Francisco hier so eine Dings gemacht, um noch mal ein paar Follower zu kriegen. War aber nichts Besonderes. Also nicht wundern, bitte. Der Mann der Stunde. Komm mit, Wesley Crusher. Zeit für den Start. Oh Mann, bitte. Ich bin ganz klar, Sisko. Jake Sisko? Captain Sisko. Es sind nur noch ein paar Minuten, dann haben wir Blum in der Tasche. Oh, wir werden die dermaßen in den Arsch ficken. T minus 20, 19, 18. 1795 Querz Googleplex. Ich stell mir gerade vor, was ich von dem riesigen Datenhaufen ein Ständer und Dünnschiss kriege. In derselben verdammten Sekunde. 3, 2, 1, Lift off! Klasse. Na, hoffentlich klappt das auch so, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben. Ich habe da noch so ein bisschen, also ich bin ein bisschen skeptisch, also... was? Dringend Blumster. Oh Gott, was? Seht euch das an. Was für ein Blick hier oben. Zeit, what Blum, the die fuck? Scheiße auf dem Leib zu prügeln. Blums Netzwerk ist sogar noch globaler, als wir dachten. Selbst in so ein komplexes Netz muss man reinkommen. Irgendwo. Ich kriege ein paar Zugangspunkte. Ein paar dieser Datenhubs haben auch Schwachstellen. Fantastisch, dann los. Sicherungsterminal finden. Was? Alter, geht's noch? Warte mal. Alter, what the fuck? Willkommen in Dublin, Irland, Jungs. Oh, ich dachte, das wäre Dublin, Ohio. Sehen wir uns mal um. Fühlen wir uns wie zu Hause. Okay. Hallo? I think you'll find everything here in ship shape. Well, it doesn't hurt to take a look. Darf ich jetzt auch mal? Don't get me wrong, I think security audits are a good practice. Hallo? Darf ich jetzt mal? Think you'll be done soon. Hard to say. That I have a lot of work to do. You know how it is. Anyway, take your time. What the hell? Jesus Christ. Look, I've got to look out. Oh. Don't touch anything. Our soul. Hmm.
Okay. Security Guru lost my PC. Now I'm waiting around with my hand up my bum. No. Na bitte. Was ist das? Love. Stream unterbrochen. Das heißt, jetzt können wir auf die Dinger hier zugreifen, oder wie? Oder was? Oder wo? Und einfach so schaltet Dublin diese Punkte frei. Nicht schlecht. Danke. Aber es gibt noch scheiß viel zu tun. Ja, ich merke das gerade schon. Dubai Server Farm. Dann gehen wir da mal hin. Seht euch die Technik an. Wrench, sabbere ich? Tut mir leid, ich höre dich nicht. Ich sabbere selbst zu laut. Kennst du dich mit diesen Servern aus, Joshua? Ich glaube, die verstehen mich. So. Wir brauchen hier vorne erstmal den Zugangsschlüssel. Das ist schön, den haben wir jetzt. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Ach, hier haben wir noch einen. Also ich glaube, die sind echt am Arsch. So. Das war Nummer 2. Du hast es definitiv drauf. Danke, Ray. Ey, aber das hier mit der Erdkugel, das sieht so geil aus. Alter, ich bin echt begeistert. Seoul Kraftwerk. Okay. Mal sehen, was uns da jetzt erwartet. Ich bin mal begeistert. Also, und warte und, ne? Alles Mögliche. Die Blumenbüros sind in Yongsan. Machen wir mal Musik. Problem. SML-Gateway mit adaptivem Schutz. Da führt kein Weg durch. Selbst wenn ich Monate hätte, es würde nichts bringen. Nein, es gibt immer einen Weg. Hey, was passiert mit Datenzentren während eines Stromausfalls? Na, ihre USV setzt ein. Und was, wenn die auch aussetzt? Die Firewall wäre aus. Wir wären Delaware einen Schritt näher. Wrench, das ist brillant. Das solltest du machen. Lustig, dass du das sagst, Sitara. Was? Was? So. Hacken, um Stromnetz zu verändern. Warte mal, wo soll ich denn jetzt hier? Hä? Ich verstehe gerade irgendwie nicht, wie ich jetzt das Stromnetz hier deaktivieren soll. Ha. Ja, ich weiß es leider nicht, wie ich hier das Stromnetz gedingsen kann. Oder, warte mal. Ich kann ja jetzt auch nicht hier auf meine Dings hier zugreifen. Das funktioniert ja gar nicht.
Wie gesagt, das große Problem ist jetzt, ich weiß nicht, wie ich den Strom jetzt hier überladen, beziehungsweise wie ich das Stromnetz deaktivieren kann. Ah, warte mal. Hier rüber wechseln. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier irgendwas mit dem Bild jetzt zu tun hat. Aber ich gucke jetzt einfach mal, ob das funktioniert. Also da passiert nichts. Muss alles auf rot sein. Also ohne Mist, ich habe echt keine Ahnung. Also normalerweise rot heißt ja, dass die Leitung aus ist. Und blau heißt, dass sie ja aktiviert ist. Okay. Gut, da habe ich mich wahrscheinlich gerade ein bisschen zu blöd angestellt, aber wir haben es ja doch irgendwie geschafft. Oh Mann. Hey, wir kommen nach Delaware. Was? Er hat recht, da. Wir haben Zugriff auf Delaware. Holen wir uns, was wir wollten. Echt verdammt spektakulär. Holen wir sie uns. Delaware Datenzentrum. Dringe in Blooms Datenzentrum Delaware ein. Alles klar. Blooms gesamte Metadaten gehören bald uns. Das ist der Jackpot. Du schaffst das. So, greif auf Blooms Daten zu. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ach Gott, muss ich jetzt hier mit den... Ach du Scheiße.
Ich muss wahrscheinlich jetzt hier mit beiden Dingern hier zusammenarbeiten. Weil ich wahrscheinlich hier nur über einen bestimmten, also über eine bestimmte Entfernung hier diese Dinge aktivieren kann. Shit. Seht euch das Riesending an! Leute, das kriegen wir hin! Oder? Nein, ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt, dass wir das hinkriegen, Branch. Also, das wird sich zeigen. So, warte mal, jetzt hier erstmal auf Kamera zugreifen. Alter. Mann, die haben das Teil echt abgeriegelt. Muss das sein? Och nö. Ohne Mist, ich kann mir Schöneres vorstellen, ne? Hey Marcus, wie läuft's? Wisst ihr, es ist etwas stressig, das durchzuziehen, wenn ihr alle zuseht. Marcus! Marcus! Im Ernst, Leute? Muss das jetzt wirklich sein? Marcus! 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 Könnt ihr euch vielleicht ins Knie ficken oder so? Die sind ganz schön gemein. So. Jetzt drehen wir den einmal. Ach so. Warte mal. Jetzt müssen wir den mal eben so rumdrehen. Den so und den so, dass wir den hier unten freigeschaltet bekommen. Und einmal den. Was ist? So. Also, wir machen hier Seite für Seite. Geht ja nicht anders. Aber irgendwie müssen wir das ja hier gedingsen und so. Also, der braucht jetzt von oben und von rechts braucht er Strom. Von oben und von rechts. Warte mal, dann drehen wir den jetzt einmal so. Machen das so und den drehen wir so. Dann kommt der nämlich auch. Und den machen wir so, den können wir so gedingsten, den nochmal drehen und den hätten wir irgendwie. Das ist doch schon mal nice, das ist doch schon mal ein guter Anfang. So, aber da ich jetzt ja diese zwei Teile zusammenschneiden muss, werde ich mich gleich zurückmelden. Und ja, werden wir uns ja weiter durcharbeiten. Also diese Arbeit, die kann sehr lange dauern. Nur so als kleine Info. Leute, bis gleich zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüssi.